lowly tarnished. Playing as a lord, I command thee. Was haben wir denn hier? Kleine rote Statue. Oh mein Gott. Okay, hallo der Herr. Okay, okay, okay. Oh, okay, da dürfen wir auch nicht rein. Das ist... Aua! Macht da einen bösen Lavahaufen hin, der gute Herr. Hat gut Poise. Machen wir mal das hier. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Okay, seine Waffe macht gut Schaden auf das Ding. Uiuiui. Wollte eigentlich eine Rollattacke machen. Hat dafür aber auch direkt büßen müssen. Oh. Okay. Holy shit. Der war aber nicht leicht. Der hat auch mein Schild gut durchbrochen. Wettkampf Mehrspielerpartien. Mit dem Krummfinger des Duellanten hinterlasst ihr ein rotes Rufzeichen. Andere Spieler in anderen Welten können euch mit diesem Zeichen für eine Wettkampf Mehrspielerpartie rufen. Als Duellantengegner ist eure Aufgabe, dem Wirt der Finger zu besiegen, der euch gerufen hat. Yes, yes, yes. Der war ordentlich. Der war ordentlich. Nehmen wir auch mal das Ding noch einmal hier. Ich glaube, Magier haben es auch gar nicht mal so schwer, weil man für gute Kämpfe auch immer wieder die blaue Flasche aufgefüllt bekommt, ne? So, was hat der uns denn jetzt alles gegeben hier? Einmal reingucken. So, Krummfinger des Duellanten. Genau, damit können wir mit anderen duellieren. Ich zeige ein Rufzeichen für den Wettkampf. Also, ich möchte eigentlich eher nur sehen, was der für Story-Hintergründe hat. Finger aus Leichenlipid, gekrümmt wie ein Haken. Die Bronzeverzierungen sind das Zeichen eines Duellanten. Cool. Der hat so Dog-Tags an dem Finger hängen. Cool, cool, cool. Und kleine rote Statue. Sendet ein Wettkampf-Rufzeichen an mehrere. Okay. Im Wettkampf-Mehrspieler-Modus. Also, uninteressant. Rest nur. Alles nur Mehrspieler-Gedöns. Bla, blub. Aber der hat noch einen Talisman fallen lassen und noch irgendwas, ne? Ich weiß aber nicht, was das letzte war. Was ist das? Oh, Schleifmesser haben wir auch noch nicht gelesen, ne? Ein Schleifmesser mit verschlüsselter Inschrift, der wie eine kleine Messerklinge aussieht. Hiermit, sowie einer Kriegsasche, könnt ihr Waffen an Orten... Ah, okay, das ist das, was wir brauchten, um überhaupt Asche zu benutzen, okay. Puh, meinst du, es ist okay, gewisse Gegner nicht zu killen? Inwiefern meinst du das genau? Also, ich weiß nicht ganz genau, was du meinst. Caster. Genau, was haben wir denn hier? Ein Talisman mit Hammer und Ritter. Verbessert ausdauerverringernde Angriffe gegen einen blockenden Gegner. Okay. Immer sind gegen Widersacher mit Schilden dermaßen effektiv, dass sie im Volksmund auch als Rittertod bezeichnet werden. Jetzt wissen wir auch, warum mein Schild direkt weg war, als der mir da mal kurz mit seinem Hammer ein bisschen angeklopft hat. Eieiei. Also Mobs, die nicht relevant sind für die Story. Ja, klar. Warum? Hä? Ist doch okay, dass du dann ein paar Leute einfach nicht killst. Was hat der? Hat er noch was gegeben? Ich glaube, der hat noch irgendwas bekommen, aber ich bin mir nicht mehr sicher, was. Ich möchte auch noch mal kurz Rolle ausrüsten. Was ist der denn zu sagen?
Will sich die Tür nicht öffnen. Ah, okay, das ist also die Eingangstür. Hier kommt man nur rein, wenn man kämpfen will, ha? Okay, den Marker können wir dann wegmachen. Denk mal, das wird irgendwie später sich öffnen oder es ist ein. Öffnet sich nur im Koop-Modus. Okay. Sind das Gegnerbäume oder warum wackelt ihr so komisch? Nee. Trotzdem nochmal komplett rum. Zack. Piep. Möchte hier schon runterspringen, ne? Aber ich glaube, wir würden sterben. Ich glaube. Ich habe so eine leichte Vermutung. Keine unsichtbaren Wände. Nee. Gib mir doch einfach eine unsichtbare Wand mit einem schönen. Mit einer schönen Waffe dahinter oder so. Ich glaube, da können wir nichts mehr machen. Was ist denn unser nächstes Ziel? Gehen wir mal dahin. Gehen wir mal einfach mal in die Richtung, ne? Oh, was ist das denn? Feuerschleims? Feuer ist nie gut gegen unser Pferd bisher, ja. Ich glaube, es ist Feuerschleim. Was macht er für Angriffe? Okay. Schwelender Schmetterling. Okay, einfach zwei Feuergegner hier, oder wie? Interessant. Das Ding hier. Warte mal, ich kann die Markierung schon mal wieder wegmachen. Und dann gucken wir einmal in diesem Ruinenteil, was es denn hier so gibt. Wir kommen hier auf jeden Fall hoch. Ist hier oben was? Hallo. Tatsache. Ja. Ich glaube, den kriegen wir nicht mehr. Können wir mit unserem Pferdchen da hinten hinspringen? Auf das Ding? Nee, ne? Nö. Apropos Pferdchen, holen wir uns mal. Flugfeder. Immer wieder gerne. Ich wandere einfach mal ein bisschen rum. No. Okay, was haben wir hier? Love Pet. Ja. Hier. Inventar, Schlaffett. Verfestigtes Fett aus verschiedenen hellvioletten Materialien. Herstellbares Objekt. Waffenüberzug verursacht Schlaf. Dieser Effekt hält nur kurzzeitig. Okay. Cool. Keine unsichtbare Wand hier oder so? Nope. Gut, jetzt die Frage, wie kommen wir zurück?
Warum habe ich mich überhaupt darauf eingelassen? Schön, schön, schön. Hier würde ich halt gerne hinkommen, aber dafür müssen wir von hier aus dahin, wo unser Hauptquest weitergeht wahrscheinlich, ne? Gehen wir mal zur Hütte des Kriegsmeisters wieder. Ich habe gestern mindestens 10 Markierungen an Wänden gesehen, die angeblich unsichtbare Wände sind. Die Community ist manchmal böse. Das ist der Grund, warum ich offline spiele. Also da, ne? Es gibt manchmal lustige Sachen, die hinschreiben. Okay, ich bin eigentlich auch nicht online, weil ich einfach nur Dingens nicht habe. PlayStation Online. Aber trotzdem. So, Kriegsasche. Zeigen wir mal das hier. Oh, warte mal. Es würde heilig Schaden auch machen. Zeig mal her. Goldener Schwur. Kostet erstmal verdammt viel FP. Haben wir hier irgendwo einen Gegner? Irgendwo. Ich brauche nur einen Gegner. Okay, das sind mehrere Gegner. Aua. Okay, ihr seid aber so low, dass ich nicht wirklich Schaden testen kann. Geil. Ja. Super cool. Mann. Piep. Okay, nehmen wir mal die Schlange hier. 64, okay. Mit dem Ding hier. Ui, du bist explodiert. Wow. Jetzt machst du aber weniger Schaden, hä? Verstehe das Spiel nicht. Was macht das Ding? Interessant. Aber wir können ja auch einfach in den Stats sehen, wie viel das macht, glaube ich. Nicht hier. Sondern hier, Status. 202, 158. So, dann gehen wir wieder weg. Ah, der Buff ist immer noch da. Kacke. 202, 158. Warten wir, bis der Buff ausläuft. Bisschen Parcours so lange. So, und jetzt. 202, 158. Es ist echt nicht so viel extra Schaden. Dann nehme ich lieber meine Arschbombe. Meine Arschbombe ist in manchen Situationen doch sehr gut bisher gewesen. Brauchen wir meine Arschbombe? Hier haben wir meine Arschbombe. Macht mit Standard aber noch mehr Schaden momentan. Schilder haben wir leider noch keine Kriegsaschen momentan. Aber ja, wie viele Seelen haben wir? Ich meine, Runen. Sorry. Runen. Noch nicht so viele. Okay. Sollen wir mal zum Wasser hier gehen? Oh, warum nicht, ne? Oh, die Sparky! Ja, das bist du. Du bist ein Magier? Schimmersteinstab. Der hat uns einfach einen Magierstab fallen lassen, der gute Herr. Aber weil er nicht so stark war, der Typ, denke ich mal auch nicht, dass der Schimmersteinstab so gut sein wird.
Ein Stab mit einer Schimmersteinspitze. Katalysator zum Wirken von Zaubereien. Zauberei muss an einem Ort der verlorenen Gnade gelernt werden und erfordert einen ausgerüsteten Stab. Ja, das Ding ist scheiße.